So, meine kleinen Zauberschüler, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Harry Potter. Ja, wir sind wieder am Start mit Harry, Ron und Hermine und wir haben gerade den Trank der lebenden Toten gebraut, beziehungsweise haben wir ihn kennengelernt. Und jetzt geht's weiter mit der Story. Auf geht's! Das irritiert immer noch. Oh, ja, goldener Stein, wunderbar. Nummer 37. Der war das. Ich wollte gerade sagen, es irritiert so ein bisschen, dass der hier rum... Klingt aber gut. Übertroffene Kessel, laufende Kessel rum. Aber wir müssen hier weitermachen. Mal gucken, was jetzt hier ist erwartet. Na, ja, halt. Richtige Tür treffen. Guck jetzt los. Es wird noch sehr interessant in diesem Jahr, habe ich das Gefühl. Ja, Moment. Wo will denn jetzt hier die? Hm? Jeff? Wenn hier Brille in der Nähe, dann muss hier noch irgendwas sein. Da ist noch was. Ah. Perfekt. So, die Steine nehmen wir gerne mit. Das hört doch jeder. Was ist hier? So. Ach ja. Oh, ein goldener Stein und ein neuer Charakter. Nummer 38. Wir werden jetzt aber zugeschüttet in diesem Folgen. Und der nächste Charakter ist Zachariah Smith. Okay. Gut. Oh, wir können das Schloss öffnen. Und jetzt mal schauen, was in dieser Truhe drin ist. Ein weiterer Schüler. Cool. Oh, der ist so richtig dankbar. Der gibt uns richtig, richtig viele. Wann gehen wir weg? Wunderbar, cool. Ja, aber dann ist es mal ratsam, da mal so ein bisschen. Also mal ein bisschen darauf zu achten und die Umgebung einfach mal ein bisschen rumzuprobieren. Und dann das aber dann passiert das mal, dass man einfach einen Schüler befreit. Cool, wie ist die? Ah, Moment. Das kann nur ran. Zauberwelt ist alles möglich, da kommen auch Treppen mal eben was zu Silvesterknallern. So. Und. Die nehmen wir mit. So, hier oben geht's euch weiter. Und ich nehme gerade die Dinger hier mal noch mit. Ah, beide, okay. Können wir hier weitermachen? Wie soll zu Dumbledore, glaube ich? So wird, sonst wird der da nicht rausgeschickt. Moment. Wir sind wieder an irgendwelchen Gedanken.
Schulz. Waisenhaus. Ja, wer so ein bisschen die Geschichte kennt, der müsste bei dem Wort Waisenhaus was klingeln. Aber wie gesagt, ich möchte euch jetzt natürlich nicht vorspoilern und nicht irgendwas erzählen, was dann vielleicht gar nicht stimmt, sondern wir lassen einfach mal das ganze Geschehen hier so ein bisschen auf uns wirken. So. Du bist Schlüssel am verschlossenen Objekt zu öffnen. Okay. Wir brauchen noch einen Schlüssel. Die hat einfach die Schüssel in der Hand. Ja, wir sollen mir recht sein. Die Frage. Ja, gut, stimmt. Ja, wurde ja schon gesagt, dieses Waisenhaus, okay. Ich glaube, wir sind mit ihr ein bisschen unterwegs, ne? Ja? Gut, dann geht's hier oben mit Dumbledore weiter. Ich glaube, das dürfte eigentlich Dumbledore sein. So, dann müssen wir hier ein bisschen was drehen. So. Und die junge Dame hier hat ja noch einen Schlüssel, sehr gut. Cool. So. Oh, da kommen uns Leute entgegen. Ja, hallo. Ach, die kann ich zaubern, okay. Die kannst du die Tür aufmachen, die kann aber nicht zaubern, okay. Gut zu wissen. Dann machen wir hier wieder die Tür auf. So. Geht's hier weiter? Ja, warte, ich komme, mach sofort weiter. Ich muss nur kurz hier ein bisschen was aufsammeln. Oh, da gibt es wieder was zu zaubern, sehe ich gerade. Also wieder was zum Zusammenbauen. Und dann kommen wir hier durch. Da gibt es auch wieder irgendwas. Es gibt in jeder Ecke immer irgendwas. Und das wird was Größeres. Mal gucken, was das wird. Raus. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Oh, irgendwie Spielzeug oder so, aber hier gibt es auch was. Achso, Tunnel oder so, damit die Dummflocke durchfahren kann. Cool, cool. Dass wir daherkommen. Ach, das ist ein Trampolin. Cool.
Ja, wir machen mal wieder die Schlüssel. Den Schlüssel gedrückt halten. Und dann ist die Tür auf. Dann geht's weiter. Krasse Gedanken, ja. Aber wer war dieser kleine Junge? Ich glaube, wir werden es doch sehr bald herausfinden. Ah, er braucht Gedanken von diesem Slughorn. Slughorn Fiole freigeschaltet. Cool. Ja, wir haben einiges geschafft. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier schon wieder Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Lego Harry Potter. Und, ja. Und dann schauen wir mal. Vielleicht finden wir heraus, was dieser kleine Junge ist. Ja, das vielleicht schon. Vielleicht aber auch nicht. Einfach mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.